Servus. Hi, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Kanal Meilen Mike mit Heidi und Mike. Ja, heute sind wir in Holland unterwegs, am Camperpark Zeeland. Dort waren wir schon mal vor einer Zeit, hatten aber damals noch nicht gefilmt. Mit Handy. Ja, und den wollen wir euch mal vorstellen. Und? Ja, ich kann euch jetzt schon so viel verraten. Dieser Stellplatz hier ist ein absolut, das ist eine Wucht, das ist ein Traum, das genau. Ist ein Träumchen. Also ist unbeschreiblich. Vom Frühstückstisch hier sehen wir aufs Binnenmeer. Das ist ungefähr 15 Meter ja. Von hier entfernt. Ja, weiter ist es nicht, ne? Ist es nicht, ne? Und vom Binnenmeer aus gehen wir jetzt über einen wunderschönen Wald- und Wiesenabschnitt zur Nordsee. Genau. Und da schauen wir mal, ne? Ja. Wie schön das da ist. Ja. Und es ist schön, denn wir waren gestern Abend schon da bei Sonnenuntergang. Das wollte ich jetzt nicht verraten. Ja gut, ein bisschen darf man ja verraten. Genau, gell? Ja. Aber was wir euch nicht verraten, wir sind zu Hause später weggekommen als geplant. Es war Freitagabend schon. Ja? Ja, es war schon später Nachmittag. Ja. Da ist nämlich was Unvorhergesehenes bei uns dazwischen gekommen, privat. Genau. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. So, wir freuen uns, euch wieder bei uns hier im WUMI begrüßen zu dürfen. Ja, und als ersten Punkt hätten wir so gleich, da wollten wir euch erzählen, warum wir jetzt eigentlich so spät dieses Wochenende von zu Hause weggekommen sind. Da gab es derlei zwei Punkte, gell Schatz? Genau. Erstens mal haben wir ja erst Donnerstagabend spät unseren Journey aus der Werkstatt geholt, wegen dieser besagten, ausgetauschten Scheibe. Und zum Zweiten? Und zum Zweiten kam unser Sohn und hat uns mitgeteilt, dass wir im Garten ein verletztes Tier haben. Ja, wir hatten eigentlich einen richtigen kleinen Notfall zu Hause, wobei wir bei Menschen und Tieren eigentlich da keinen Unterschied machen. Wir helfen dann beiden. Genau. Man hat also gesehen, dass das Tier, es war ein Steinmarder, verletzt war am hinteren Lauf und es hat sich so über die Wiese gerobbt, also es konnte gar nicht mehr laufen. Und ja, was haben wir getan zuerst? Ne? Ja, als allererstes war es uns eigentlich unbegreiflich, wie er da reinkam. Da dachten wir, weil wir haben da eine Mauer und einen Zaun drauf. Und da dachten wir, er ist angefahren worden. Ja, und weil die Straße vorne dran ist halt. Genau, ne? Durch einen Schock halt eben hat das gerade noch so geschafft. Als allererstes haben wir mal Wasser hingestellt und den Rest von unserem Mittagsbraten. Genau. Hat er aber nicht geschafft, daran zu kommen. Er saß eigentlich in der prallen Sonne, hat sich sichtlich gequält und gekrümmt vor Schmerzen. Ja. Hat sich dann aber unter eine Bank gerobbt, sozusagen. Unter unseren Pavillon vorne. Genau, und dort ist er dann sitzen geblieben, ist aber nicht ans Fressen gegangen. Okay, Im Endeffekt war es so, der Mike, der kennt sich sehr gut mit Wildtieren aus. Und er sagte dann auch gleich zu unserem Sohn, also Manuel, mach dir hier mal nicht viel Hoffnung. Der zieht sich jetzt zurück und dann verendet der. Das ist so. Das war so meine Meinung, Das war so seine Meinung, Das wollte unser Sohn aber nicht akzeptieren. Gott sei Dank. Hat dann eine Nummer rausgesucht, Wildtiere in Not, gell? Genau. Ja. So, die hat er dann angerufen, aber der gute Mann, der das betreut, der war unterwegs und zwar hat sich doch eine Katze auf einen Baum verirrt und kam nicht mehr runter und das war so 50 Kilometer von uns weg und da hat man eine Zeit lang halt auf ihn warten müssen, bis er dann hier war. Ne? Ja, wir waren eigentlich abfahrbereit. Wir wollten nur noch unsere neuen Gasflaschen holen gehen. Genau. Und das sagten wir zu Manuel, ja gut, du bist ja jetzt hier, geh aber nicht zu nah heran an das Tier. Ja, man weiß ja nicht, wie sie reagieren. Ne? Ja, und wir gehen in der Zeit Gas holen. Ja, als wir dann zurückkamen. Ja, da ist er dann gerade, also dieser Wildnotdienst ist dann gerade wieder weggefahren. Ja. Und unser Sohn hat gelacht. Unser Sohn hat gelacht, das war ja schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Ja.
Was wurde festgestellt? Es wurde festgestellt, also der hat versucht, der gute Mann, ihn zu fangen mit Wäschekörben. Unser Sohn hat natürlich geholfen, war mir ja klar. Auf jeden Fall, hätte er ihn einfangen können, wäre er zum Tierarzt gebracht worden. Aber aus seiner Erfahrung heraus hat er halt eben festgestellt, dass es sich wahrscheinlich um eine neurologische Sache aufgrund eines Schockes handelte, wo er vielleicht so kurz vorm Auto anguckt oder wer weiß was, sich gestoßen hat, was weiß ich. Auf jeden Fall Ende gut, alles gut. Der hat nachher mit einem... Ja, mit einem Satz ist er dann quasi rüber auf die andere Seite gelaufen. Ja. Dort ist so ein kleiner Park. Da haben wir so einen kleinen Park, ja. Und da haben wir dann halt nicht mehr gesehen. Ne? Ja, und da waren wir doch sichtlich erleichtert und waren froh, dass das so gut ausgegangen ist. Ja. Und so konnte man dann beruhigt auf Reisen gehen. Ne? Anders wäre ich nicht weggefahren in dieser Nacht. Ich glaube, der Manuel und ich, wir hätten uns abgewechselt und hätten auf das Tier aufgepasst. Ja. Aber so war es uns dann lieber. Und er ist dann doch zu Hause, konnte zu Hause bleiben. Und wir hoffen ja doch, dass wirklich alles gut war. Mehr konnte man nicht tun, ja. You make me nervous. I think I might be hooked on you. Da sind wir jetzt gerade mal so 4 Meter weg von unserem Stellplatz. Ja, und von unserem Auto. Und kommen hier direkt schon an eine Tür und die führt uns hier ans Fersemeer. Ja. Das ist ein Binnenmeer hier. Und da sind diverse Sportanlagen und da ist auch eine Maschine. Da werden die Leute dann gezogen und können gemütlich ihr Wasserski fahren. Ne? Kann ich das auch mal machen, das Wochenende? Ja, wenn die Anlage geöffnet ist und du die dementsprechende Ausrüstung hast, kannst du das gerne tun. Ne? Okay, im Sommer, wenn das Wasser ein bisschen wärmer ist, werde ich es mal probieren. Genau. Probiert habe ich es ja schon. Es hat auch eigentlich ganz gut geklappt, gell, Schatz? Ja, super. Okay. Okay, dann gehen wir weiter Richtung Strand. Ne? Dann gehen wir weiter Richtung Strand und das ist ungefähr von hier so 1,5 Kilometer. Ja, das werden wir jetzt mal genau messen für euch. Ja. Ne? Wir schalten jetzt mal unser Kilometerzähler ein und wenn wir dann da sind, sag mal, wie weit es ist. Ja, ne? Ja. Okay. Okay, dann gehen wir. Ich freue mich so. Ja. So, und hier kommen wir auch gleich in ein Waldstück rein. Das Richtung? Ja, das geht jetzt Richtung Banyardstrand. Genau. Also Richtung Meer. Da schauen wir mal. Ne? Wir waren ja schon mal hier gewesen. Ja, wir waren vor 2 Jahren schon mal hier. Und zwar war das an Fasching, gell? Genau. Kurz vor Corona. Kurz vor Corona. Ne? Ja. Und da haben wir natürlich auch was erlebt. Ne? Ja, das erzählen wir euch aber nachher im WOMI. Genau. Das verraten wir jetzt noch nicht. Okay. Ja, letztendlich hat sich bei uns dann wieder die Frage gestellt, wohin geht's dieses Wochenende denn jetzt überhaupt? Ja, wie immer, ne? Wie immer, ja. Da Mosel und Rhein zurzeit wirklich sehr, sehr überfüllt sind, wollten wir davon jetzt mal absehen. Ja. Und womit ich niemals gerechnet hätte, haben wir uns dann entschlossen, nach Seeland zu fahren. Ja. Hat er mich damit überrascht? Ja, Überraschung. Und sagt, wir fahren jetzt nach Seeland. Seeland ist eine ganz, ganz große Liebe von uns. Seeland ist das Land im Meer. Gell, Schatz? Genau. Denn in dieser Provinz gibt es viel mehr Wasser als Land. Wir lieben Seeland. Wir ziehen, genau. Und zwar haben wir uns entschlossen, nach Kamperland zu fahren. Ja. Dort ist ein schöner Stellplatz. Und da waren wir schon mal gewesen. Und zwar war das vor 2 Jahren, vor Corona-Zeit. Ja, ja, so knapp vor Corona-Zeit. Und da waren wir über die Fastnachtszeit da. 8 Tage. Ja, 8 Tage. Wir waren 8 Tage komplett durch den Wind. Aber das war eine stürmische Zeit. Ne? Das war eine verdammt stürmische Zeit, Schatz. Sowas haben wir jetzt noch nicht erlebt. Ne? Nee, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ständiger Wind, richtig starker Wind, der so laut war, dass man sogar im Wohnmobil noch
gehört hat. Also es gab kein Ende. Morgens, mittags, abends durchgehend Wind. Ne? Ja, ja. Dieser Weg, den ihr da seht, den wir gegangen sind über die freie Fläche oder durch den Wald durch den Richtung Wald, Meer, ja. Das war fast nicht zu schaffen. Wir haben unendlich lang dafür gebraucht und mussten wirklich aufpassen, auch über diese besagte Brücke. Da war es am schlimmsten, ja. Da war es am allerschlimmsten. Also so ein Sturm und Gott sei Dank, wir haben weit von den Bäumen weggestanden. Ja, ja. Wir wollten eigentlich 2 Wochen bleiben, sind aber früher aufgebrochen. Man hat das nicht mehr ausgehalten. Man hat nur noch dieses Windgeräusch in den Ohren gehabt. Genau. Und aus diesem Grunde haben wir es jetzt nochmal da versucht, gell, Schatz? Ja, und da haben wir natürlich jetzt Glück gehabt, ne? Ja. Natürlich Smiley-Wetter und alles, was dazugehört. Aber das seht ihr hier im Film dann sowieso. Ja, Seeland kann man natürlich auch wunderbar zu Fuß erkunden. Das Wanderwegesnetz in Seeland ist wunderbar miteinander verknüpft, dass man viele Routen auch ausprobieren kann. Also man kann wirklich behaupten, was wir all die Jahre in Seeland schon erlebt haben, Schatz, Seeland liegt einem wahrhaft zu Füßen. Ist ein Träumchen. Ja, kann man nur jedem empfehlen. Jedem empfehlen. Genau. Okay, schauen wir mal. Okay, dann geht's weiter. So, dann geht's weiter und ich freue mich schon. Das ist nämlich ein wunderschöner Weg. Erst durch Wald und dann nachher über freie Felder und dann sind wir am Meer. Ja. Okay. Ja, jetzt sind wir dieses Stück durch diesen wunderschönen Wald gegangen mit einem klasse Pfad und jetzt geht's in die freie Wiese und dann schauen wir mal. Ne? Also ich habe genau auf die Uhr geschaut, es waren genau 3,5 Minuten durch den Wald. Ja. Jetzt sind wir auf dem schönen Wiesenfeldabschnitt. Genau. Und dann bin ich gleich am Meer. Also, bleibt dabei. Bleibt dran. So, Schatz, ich würde sagen, so eine angenehme Fahrt hatten wir schon lange nicht mehr wie dieses Mal. Wir hatten so einen guten Durchblick durch die Scheibe, die war so sauber. So sauber war die noch nie, ne? Nee, schon lange nicht mehr. Also einen Vorteil hat der Steinschlag ja gehabt, ne? Ja, ja. Wir brauchten die Scheibe nicht mehr sauber zu machen, ne? Ja, da siehst du, kleine Dinge haben manchmal eine große Wirkung, ne? Richtig. Wie so ein kleines Steinchen. Ja. Aber was für eine große Wirkung kleine Dinge haben, das merkst du ja auch schon, wenn du im Sommer eine einzige Mücke im Schlafzimmer hast. So ist es, ne? Was die so alles bewirken können, gell? Oder eine Stechmücke, ne? Ja, ja. Also heute können wir drüber lachen, aber an dem Tag, wenn man es im Video sieht, denkt man, oh, aber es war schon heftig, ne? Ja, ja, denn man wusste im Moment gar nicht, was es war. Genau. Naja, das haben wir ja gut überstanden. Wir haben es gut überstanden. Wir haben uns dafür jetzt als Belohnung auch mal wieder Seeland gegönnt. Genau. Ja. Und weiter geht's Richtung Strand. Ja. Also hier könnte man auch sitzen bleiben, ne? Ja, das könnte man auch, ne? Aber leider haben wir nichts zu essen dabei. Und das Schlimme ist hier, hier gibt es im Umkreis, also ich habe noch kein Geschäft gesehen. Ich habe jetzt auf der Karte gesehen, vom Stellplatz aus 1,1 Kilometer ist irgendein Market. Aber was für einer, das müssen wir noch erforschen. Das müssen wir erforschen, das tun wir mit Sicherheit, ja. Alles klar. Okay. So, jetzt sind wir am Ende vom Fersebeer aus unserer Richtung angelangt. Genau, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hinten über die Brücke gehen. Vielleicht sieht man sie im Hintergrund. Und dann sind wir an der Nordsee. Ja, dann sind wir an der Nordsee. So schnell ging das. Und das Ganze hat jetzt summa summarum knapp eine halbe Stunde gedauert. Also bis hierher mal eine halbe Stunde und jetzt schauen wir noch, wenn wir am Strand sind. Ja, na? Ja. Okay. Wunderschön. Auf der Brücke, da müssen wir uns jetzt gut festhalten, denn aus Erfahrung wissen wir da geht immer ganz heftig der Wind. Da bläst ganz schön der Wind, dass er uns nicht geradewegs in die Nordsee bläst. Dafür ist Wasser noch ein bisschen kalt, gell, Schatz? Ja, denke ich auch, ne? Gut. Gut. Man sagt ja normalerweise, wenn ich einen See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Bei uns ist das ein bisschen anders, gell? Gell. Ja, wir brauchen das Meer schon, sogar ein paar Mal im Jahr. Aber wenn wir das Meer sehen, brauchen wir keine Stadt mehr. Du siehst das Meer ja gleich richtig. Ja, ne? Ja. Jetzt noch einmal über die Brücke und dann sind wir ja an der Nordsee. Dann haben wir es geschafft. Okay, ja. Die Brücke haben wir ja schon mal geschafft, ne? Ja. Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit, ne? Ja, hier ist der See. Ja. Das Binnenmeer. Das Binnenmeer.
Und direkt da hinten ist das Meer, ja. Ja, okay. Schön. Der Rest packen wir auch noch. Ja, und wenn jetzt, bis der Mike da unten ist, die Kamera noch da unten steht, dann können wir euch mehr noch zeigen. Genau, wenn ansonsten... Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt und wir noch Pech mehr. Gehabt. Ja. Da haben wir es doch geschafft jetzt, ne? Ja, und da haben wir es doch. Endlich an der Nordsee. Ja, und das ist überhaupt gar nicht weit. Also man ist ratzfatz ist man hier. Genau. Und ja, wir waren ja jetzt wirklich schon gefühlt, ich kann gar nicht sagen, wie oft wir schon am Meer waren. Aber es ist immer wieder ein Erlebnis. Ne? Ja, genau. Es ist immer wieder schön anzusehen. Und Seeland ist ganz besonders schön, gell? Ja. Ja, und so. Hier ist uns auch was passiert. Ja. Das erzählen wir euch aber später. Genau, ich wollte mal gerade noch gucken, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Ja, schau mal. Siehst du das, die Sonne? Ich denke mal so eine gute Dreiviertelstunde. Ne? Ja, und wir sind ganz gemütlich gegangen und haben hier mal noch ein bisschen am Strand gesessen. Genau. Und da, ja. So, und von den Kilometern her. 2,9. Ja, 2,9, da sagen wir mal circa 3 Kilometer. Ja, ne? Ja. Aber das ist gut zu packen. Naja gut, du darfst ja auch nicht Kamera hin, Kamera her. Nee, das darf man natürlich auch nicht zählen. Das musst du ja abziehen. Circa 3 Kilometer, aber dafür wird man ja auch das ist hochgegriffen, unglaublich belohnt. Ja, dafür, ne? Unglaublich belohnt, ja. Okay, da gehen wir mal runter. Ja, Schatz, weißt du noch, wie wir das erste Mal hier waren und so ganz verträumt am Strand entlang spaziert sind? Ne? Ja, ja, das Meer war halt eben nicht ganz da, es war nicht vorne, es hat sich ein bisschen weiter nach hinten verzogen. Und wir wollten halt eben auch ganz dicht ans Meer. Ja. Ja, und so langsam hat sich dann hinter uns diese Pfützen. Die haben sich geschlossen, die Reihen haben sich jetzt sich langsam dann geschlossen, ne? Genau, und eigentlich sind unbemerkt. Wir nur darauf aufmerksam geworden, denn da haben so ein paar Kleine haben rumgesprungen, so ein Jungen, ein paar Mädchen so in dieser Größe her, und die haben gelacht, und die haben gelacht. Ja. Da sage ich noch zu Mike, das sind mal glückliche Kinder, guck mal, das sind glückliche Kinder von glücklichen Eltern, wie unsere. Ja, ja, klar. Ja, auf jeden Fall wussten wir dann kurze Zeit später, warum die so gelacht haben, denn das hat sich ganz kurios, hat um sich uns herum hat sich alles geschlossen mit Meereswasser und wir standen auf einer Sandbank. Und wir standen auf einer Sandbank. Und haben sie überhaupt gar nicht gemerkt. Nee. Gell? Wir haben sie überhaupt nicht gemerkt. Genau. Und ja, was wollten wir denn tun? Wir sind da nicht mehr rausgegangen. Da sind wir dann ganz schnell, ich war ganz außer Atem, sind wir dann immer höher Richtung da oben sind wir gelaufen. Aber mit unserer Tätigkeit es hat uns nicht verschont von nassen Schuhen. Es hat ganz uns einfach. Nicht verschont. Na, nee. Es war Februar. Wir hatten dann eine Stelle gefunden, die nicht so tief war, aber trotzdem, da mussten wir durch. Die war nicht so tief, aber wir waren trotzdem im Februar, bis über die Knie waren wir im Wasser. Genau. Ja, und dann mussten wir halt eben dieses ganze Stück hier ja noch zurückgehen. Ja. Aber wir sind beide nicht krank geworden, gell, Schatz? Nee, wir hatten Glück, wir sind geklappt. Ja auch abgehärtet, von daher. Aber jetzt passen wir auf. Also heute passen wir auf jeden Fall auf, Schatz, obwohl heute ist es warm. Heute ist es richtig warm. Es ist 16 oder ist ein anderes Wetter Grad. Wie das letzte Mal, genau. Ja. Ja, es ist Frühling. Ja. Ja. Okay. Da musst du aufpassen, dass die Flut dich nicht mitnimmt jetzt. Nee, die nimmt mich nicht mit, Schatz. Und wenn, bringt sie mich spätestens nach einer Stunde wieder. Ich bin nämlich nicht für Anfänger. Das hält jeder auf. Ja, ja, kann ich mir vorstellen, ne? Ja. Ja. Aber es ist traumhaft schön hier, gell? Klasse Wetter haben wir heute erwischt, ne? Richtig warmer Wind. Ja, es ist mal nicht mehr so windig wie normal, ne? Nee, es ist ja klar, an mir geht immer der Wind. Ja, aber, ist ja klar, aber ein kalter Wind ist halt nicht so, ne? Nee, es ist wirklich ein Träumchen. Ja. Jetzt müssen wir aber doch aufpassen, dass wir mal hier nicht nochmal eingesperrt werden. Ja. Jetzt müssen wir uns dummeln, das Schatz, sonst geht es uns wie vor 2 Jahren. Ja, da kommen wir nochmal nicht raus und müssen durchs Wasser latschen. Schwimmen. Ja. Ja, ja. Ja, Schatz, jetzt muss man doch sagen, der Strand hier unterscheidet sich doch von der Fosse Meer, wo wir normalerweise immer sind. Ne? Ja, wir fahren schon viele Jahre nach Seeland. Das ist eine große Liebe von uns, gell? Ja, und sind immer in Fosse Meeren gewesen, außer vor 2 Jahren. Ne? Genau. Waren wir hier.
Sagen wir, die Gegend hier ist ein bisschen schöner jetzt von den Sanddünen her gesehen, ne? Ja, aber Fosse Mähren hat uns halt eben auch immer angezogen. Die großen Schiffe, die riesengroßen Schiffe, die kamen immer zu sehr in Strandnähe, gell? Genau, und die hohe Düne, die sie dort haben, da kann man schön oben drauf spazieren gehen, ne? Ja, aber bekanntlich sieht man sich ja immer zweimal im Leben, gell, Schatz? Ah, ja, klar. Deshalb sind wir jetzt auch wieder hier gelandet. Jeder Platz hat seine Eigenschaften, hat ne? seine Schönheit, seinen Reiz, seine Eigenschaften und wir sind begeistert, gell, Schatz? Auf jeden Fall. Aber der Mike hat gerade eben zu mir gesagt, so Schatz, jetzt müssen wir uns aber noch einmal dummeln, dass wir hier noch mal ganz schnell fortkommen. Ja. Sonst passiert uns nämlich genau dasselbe noch mal wie vor zwei Jahren. Ich merke es jetzt hinter mir, ich sage schon so langsam ein, die Flut kommt jetzt schon noch mal. Ne? Und nicht, dass wir noch mal da stehen hier im Wasser. Ne? Und wir stehen noch mal voll im Wasser und haben noch mal ganz nasse Fies. Genau. Ja. Obwohl, jetzt wäre es ja gar nicht mehr so schlimm, gell Schatz? Nee. Das Wetter ist ja doch viel, viel schöner wie vor zwei Jahren. Hervorragend, ne? Ja, Spaß beiseite, aber wir haben das alles jetzt hier im Auge. Genau. Also rauskommen wir auf jeden Fall jetzt. Und wenn nicht, geben wir ordentlich Gas, gell, Schatz? So wie wir es immer machen, ne? Ja. Okay. Schön. So just sit with me. Talking to the night until the morning. Building chemistry. I don't think I ever wanna go. Come closer next to me. Trying to find another way to say this. But I think we were meant to be. Ja, im Hintergrund seht ihr die Osterschildrekiering. Das ist eine Anlage, die das niedrige Land hinten dran vor Hochwasser schützt und wurde 1986 in Betrieb genommen. Und wo wir hier das erste Mal waren, da waren wir vor Ort gewesen. Das ist schon eine sehr beeindruckende Anlage und die kann man nur empfehlen, mal zu besichtigen. Hier hatte man schon mal gestanden, ne? Ja, genau hier auf diesem Steg haben wir eine Aufnahme von vor zwei Jahren. Aber da hat der Wind ganz deftig geblasen, ne? Das sah aber ganz anders aus als heute. Genau. Das war nicht so friedlich, gell, Schatz? Nee, heute ist es wirklich klasse, ne? Ja. So. Ja, und jetzt gehen wir nochmal. Jetzt gehen wir zurück ans Womi. Genau. Und da kriegst du was Feines zu essen. Oh, lecker, ja. Weißt du, was du kriegst? Nee. Heute Mittag mache ich dir Gulasch und Nudeln. Wow, da freue ich mich drauf. Ja. Hey, dann lass uns schnell zum Womo gehen. Ja, in der Zeit legst du die Sonne, dann habe ich nämlich ein bisschen meine Ruhe. Da werde ich ja richtig verwöhnt. Ja. Klasse. Hast du ja auch verdient, ich bin ja auch am Meer. Gut. Alles klar. Ja, Schatz, hinter uns sind die Drachenflieger jetzt hier, ne? Ja, jetzt kommen wir noch in den Genuss, die Drachenflieger zu beobachten. Und jetzt warten wir halt eben, dass die Sonne untergeht, ne? Ja, dass ich noch ein paar schöne Bilder machen kann, ne? Ja, normalerweise wartet man ja, dass die Sonne aufgeht. Ja. Wir warten halt eben jetzt, dass sie untergeht. Genau. Ja, und erholen uns mal ein bisschen von diesem heißen Ritt hierher. Ja, das tun wir, ne? Ja, Schatz, an der Stelle hatten wir doch heute Morgen auch ungefähr gestanden, ne? Jetzt stehen wir genau an der gleichen Stelle wie heute Morgen. Genau. Und jetzt genießen wir den Sonnenuntergang. Ja. Und ich kann euch erzählen, wir sind den ganzen Weg jetzt hierher gejumpt. Ja, weil man war ein bisschen spät dran, ne? Und die Sonne ist halt mal jetzt am Untergehen, ne? Denn wir haben uns verbummelt. Ich hoffe, dass das Bild noch gut wird, dass die Gesichter nicht zu dunkel werden, aber sonst sieht man ja den Sonnenuntergang im Hintergrund nicht. Ja, ne? Und jetzt, der Wind kommt auch jetzt ganz gewaltig wieder auf, wie genau. Das so ist am Meer. Wir haben uns heute Mittag aber schön gesonnt. Ja. Haben jetzt gerade noch mit unseren netten Nachbarn so lange erzählt und schwupp. Ist es oh passiert, Gott, der ne? Sonnenuntergang, ja. Die Zeit rum, und jetzt sind wir gerannt. Bum, budi, bum, budi, bum, budi, bum. Also, wir hoffen, dass es noch was geworden ist, okay, ne? Okay, dann gehen wir mal schnell schauen. Ja. Ja. Ja, Schatz, jetzt sind wir hier nochmal an der gleichen Stelle, wo wir gestern Abend waren. Ne? Gestern Abend ist gut gesagt. Ihr werdet es nicht glauben. Wir fallen ja aus dem Womi und sind direkt hier. Und wir haben wirklich heute Nacht hatten wir einen wunderschönen Sternenhimmel.
Ja. Sternenklar. Ne? Sternenklar. Und da haben wir unsere kleinen Klappstühlchen unter den Arm geklemmt. Und dann sind wir hierher auf diesen Steg. Genau. Noch ein Stückchen weiter vorne am Wasser haben wir dann gesessen, dick in eine Wolldecke eingemummelt. Bis wann heute Nacht, Schatz? Oh, bis um 2 Uhr, glaube ich. Ne? Bis 2 Uhr. In den Morgenstunden waren wir hier. Und es war einfach traumhaft schön. Gell, Schatz? Genau. Ja. Und genau hier an der Stelle ist ja diese Anlage, wo man, sagen wir, Wasserski fahren kann. Ne? Ja. Da werden die hier angetrieben. Und ich habe ja gesehen, hier ist noch eine Surfschule. Ne? Die können uns aber nicht mehr viel beibringen, denn im Surfen sind wir eigentlich richtig gut. Gell? Ja. Das kann man, ohne dass wir jetzt eingebildet sind, das kann man so sagen. Nee, das haben wir lang genug gemacht. Das haben wir lang genug gemacht, ja. Wenn ihr jetzt genau schaut, da hinter uns, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da stehen Wohnmobile. Direkt am Wasser. Genau. Das darf man tagsüber, gell? Tagsüber darf man das. Also genau. Abends muss man mal wegfahren. Ne? Also man darf hier nicht übernachten. Man darf hier nicht übernachten da hinten, aber das ist schon schön. Aber da gibt es da hinten den schönen Stellplatz. Ja, auf dem wir da uns befinden. Da ist Platz genug und der steht dem wirklich in nichts. Ne? Nee. So, jetzt gehen wir gucken, ob wir noch in den Market kommen hier, ne? Ja, das kleine Geschäftchen finden. Ja. Da wir ja Sonntag haben, werden wohl Bekleidungsgeschäfte zu haben, denn ich darf jetzt kaufen gehen. Ich weiß, was wir bekommen. Aber ich denke, dahin in dem kleinen Market, so in Strandnähe, bekommen wir auf jeden Fall so Schippchen und Förmchen und Eimerchen. Garantiert, ja, und ne? Und dann schauen wir jetzt mal. Genau. Ja. There's a new day that will come again tomorrow. So, hier sind wir jetzt am Schotzmann Camping und dieser wunderschöne Campingplatz befindet sich direkt am Wasser. Ja, genau, also an diesem besagten Binnenmeer. Ne? Ja, und da sind auch wunderschöne Ferienhäuschen, es steht alles so ein bisschen im Halbkreis. Ja. Ja, das sind schon so richtige, wie nennt man die, mit der eigenen Duschanlage und Waschbecken da hinten. Ah ja, das sind diese festen Ferienwohnungen. Dann haben sie hier noch so eine Art Zeltferienwohnung. Ne? Die sind zwar wie Häuser gemacht, aber alles mit Zeltplanen abgedeckt. Ja. Ja, ist eine ganz schöne Anlage. Ja. Und jetzt erinnere ich mich gerade noch an den Namen hier. Ich meine, es heißt Wedesmeer, ne? Wedesmeer. Hier. Fedes. Ah, Fedes. Das ist das Fedesmeer. Fedesmeer, genau. Fedesmeer, ja. Ja, die Namen, mein Schatz. Der Kandidat hat 100 Punkte. Ja, ja, genau. Aber man muss sich ja auch so viel behalten. Ne? Und ja. Außerdem darf man ja ruhig mal was vergessen. Wir wären ja schließlich Oma und Opa, oder? Kein Problem, ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, jetzt habe ich immer noch kein Geschäft gefunden, wo es Eimerchen und Schippchen und Förmchen gibt, aber wir werden suchen. Ja, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ne? Wenn nicht, ist auch noch nicht schlimm. Genau. Nee. Da hinten ist auch noch ein schönes, großes Restaurant dabei. Genau, hier hat man auch noch die Möglichkeit, man sieht es ja gerade, Boote zu mieten, ne? Drehboote, Ruderboote, ist alles da. Also es ist auch wirklich ein richtiges Paradies für Segler und Surfer halt eben, ne? Genau. Da sind heute Morgen auch schon ziemlich viel unterwegs. Ja. Schön. Schön. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace, to lead me out of darkness. Ja, Schatz, der Campingplatz Schotzmann, der ist wirklich groß, ne? Ja. Und mit sehr vielen Ferienhäusern hier bestückt, ne? Jeder für sich nochmal eine andere Art. Ja, ganz besonders gut, was ich noch nie gesehen habe, sind hinten die großen Ferienhäuschen. Die sind aufgebaut wie ein Zelt, ne? Genau. Das ist eigentlich eine Plane und auch über dem Dach. Also es ist ein Riesenzelt als Haus gebaut. Als Haus gebaut, ja. Das ist wunderschön. Ja, und hier stehen wir ja auch gerade vor so einem Festhaus, ne? Ja, und die haben überall noch ihren eigenen Burggraben. Ja, und die haben meistens, wie ihr hier so schön seht, die haben noch ein bisschen Wasser, kein Holz vor der Hütte, die haben Wasser vor der Hütte, gell, Schatz? Ja, ja, und es ist einfach, es ist riesig groß, es ist wirklich wunderschön. Es sind auch noch sehr viele Wohnmobilstellplätze dabei. Ja, direkt hier, ne? Zeigen wir euch noch. Und halt eben immer hier den Blick aufs Binnenmeer. Gut, was jetzt ein bisschen klein war, war das Market. Ne? Also da war das Nötigste war zu finden, ja. Und direkt dann noch ein Restaurant dabei. Das Wichtigste war zu finden, denn ich habe... Ja. Für unser Enkelchen. Schon mal. Das ist ganz super schön gemacht. Das ist wie eine Burg. Das Eimerchen ist wie eine Burg gemacht, gell, Schatz? Ja. Das ist ein blaues Gießkännchen.
Das ist ein bisschen rosa. Alles und wunderbar. Und das sind Förmchen, Schüppchen, Räschen. Gießkanne, alles dabei, ne? Ja. Ja, was wird das wohl, gell, Schatz? Tja, was wird das wohl? Wir wissen's. Ja, aber ansonsten gibt es da alles, was man braucht. Grundnahrungsmittel, alles ist vorhanden, gell? Genau. Es reicht, ist ausreichend. Aber sehr, sehr schön. Aber jetzt würde ich sagen, die Sonne kommt. Wir haben diese Zeit genutzt, jetzt ein bisschen bewölkt, ne? Ja, jetzt gehen wir nochmal Richtung Strand, ne? Jetzt gehen wir Richtung Strand, ja. Okay. Ja, jetzt sind wir hier am Strand spazieren gegangen und da haben wir doch beschlossen, jetzt noch eine Nacht dran zu hängen, gell, Schatz? Ja, danke. Es ist einfach zu schön, ja, hier, ne? Das Wetter war heute Morgen halt eben anders als gestern. Es war bewölkt. Ja. Und, aber jetzt scheint die Sonne und es ist wieder herrlich warm. Zu kalt war es aber heute Morgen, gell? Ja, zu so kalt war es heute Morgen. Da war es ja noch neblig, ne? Ja. Und das Wetter ging echt auf jetzt. Ja. Ja, wo sind wir da hingegangen heute Morgen? Und da sind wir heute Morgen da hinten Richtung Campingplatz gegangen, der auch wunderschön ist. Ja. Und da habe ich natürlich ein Eimerchen und Schippchen und Rechen und Förmchen, Gießkännchen habe ich gekriegt in Blau und in Rosa. Ja. Mix ist da drin. Wir wissen, was es wird. Ja, das wissen wir. Ja, aber vorsichtshalber haben wir doch mal einen Mix gekauft, gell, Schatz? Man weiß ja nie. Das sind nur 90%. Man weiß ja nie, was die 10% noch meinen, ne? Ja. Ja. Der Manu war ja eigentlich bis zum Schluss eine Chiara. Ja. Ja. Ja, Schatz, wir haben uns heute entschlossen, dann bei dem Spaziergang hier am Strand doch noch einen Tag dran zu hängen, ne? Wir haben beschlossen, jetzt den Mittag hier am Strand zu verbringen, Schatz. Ja. Anstatt im Liegestuhl vorm Gummi. Das war ein richtig guter Entschluss, ne? Bleiben wir lieber jetzt noch ein bisschen hier am Meer, gell, Schatz? Genau. So, wir stehen jetzt hier vor der Schranke vom Camperpark in Seeland. Und bevor wir hier rein können, müssen wir jetzt erst hier auf den Platz gehen und müssen uns einen Platz aussuchen. Ja, und erst dann dürfen wir rein. Genau. Und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir an der Kassenautomat, dort müssen dann die Personenzahl eingegeben werden und die Platzzahl, die man sich ausgesucht hat. Und dann wird noch gefragt, ob man die Karte aufwerten soll für Trockner bzw. Waschmaschine, WC-Nutzung und so weiter. Und ja, dann gibt man das alles ein und bezahlt und dann kommt die Karte raus und mit der Karte kann man dann die Schranke öffnen. Ja. Und dann stellt man sich auf seinen schönen Platz und genießt die freien Tage. Genau. Der Wohnmobilstellplatz Camperpark Seeland in Kamperland ist ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 102 Wohnmobile. Der Platz hat einen befestigten Untergrund mit Rasengitter. Der Platz ist abends beleuchtet und ganzjährig geöffnet. Die Gebühr pro Nacht für zwei Personen beträgt je nach Saison zwischen 15,95 Euro und 19,95 Euro. Kurtaxe pro Erwachsene 1,55 Euro. Strom muss extra gebucht werden und kostet 4,25 Euro für 24 Stunden. Im Preis enthalten sind zwei Personen, WC-Nutzung, WLAN, Hunde, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC. Die Platzgebühr wird über einen Kassenautomaten bezahlt. Es werden nur EC-Karten angenommen. Auf dem Platz befindet sich ein Sanitärhaus mit Spüleinrichtungen, Waschmaschine, Trockner, WC und Dusche. 4 Minuten Duschen kosten 1 Euro. Die Entsorgung Grauwasser geht über einen überfahrbaren Bodenablauf. Die Entsorgung Chemie-WC kann über einen Camper Clean oder konventionell erfolgen. Direkt daneben steht die Frischwassersäule. 100 Liter Wasser kosten 1 Euro. Freizeittipp: Nordseestrand. Wandern und Radfahren im Naturschutzgebiet De Schotzmann und das Verse Meer direkt am Stellplatz. Ja, Schatz, das ist immer das Schönste, ne? Wenn am Abend die Sonne hier untergeht. Ja, das ist ein absolutes Träumchen. Aber heute Mittag hat es mir ganz gut gefallen, wie sie nicht untergegangen ist. Denn da haben wir in Dünen gelegen und haben uns gesonnt. Genau. Es war ja schön, schön warm auch, ne? Ja, ja, ja. Und anschließend haben wir zu Hause
am WOMI haben wir dann Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Da haben wir uns da schon wieder gesund. Ja, das haben wir auch verdient gehabt, ne? Ja. Wir sind ja doch etliche Kilometer heute gelaufen, ne? Ja, wir sind heute gelaufen. Also heute sind wir 18 Kilometer gelaufen. Mindestens, ja. Mindestens 18 Kilometer. Gestern waren es 14 oder so rum, ja, gell, Schatz? Ja. Und am Freitagabend sind wir ja auch bis ans Meer und zurück. Also wir haben jetzt dieses Wochenende summa summarum fast 50 Kilometer. Naja gut, wir gehen ja jetzt nochmal ans Meer. Ja. Wir haben über 50 Kilometer das Summiert Wochenende sich, gelaufen. Ne? Ja. 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 Ja, heute ist der letzte Abend für uns und da haben wir gedacht, gehen wir hier noch direkt gegenüber auf dem Stellplatz, ist ja dieses Binnenmeer, dann machen wir hier noch einen schönen Spaziergang und schauen uns noch in aller Ruhe den Sonnenuntergang an, gell Schatz? Ja. Jetzt haben wir ja schon nochmal so einen schönen Sonnenuntergang da hinten, ne? Ja, jetzt haben wir einen schönen Sonnenuntergang und wir hatten gerade einen schönen Akkuuntergang. Der hat sich nämlich gerade hier auf der Bank nochmal mitten im Gespräch verabschiedet. Ja. Das macht ja er immer so, ne? Das macht er immer so. Ohne Vorwarnung. Und wenn die Sonne untergegangen ist, gehe ich noch gerne mit meinem Schatz, möchte ich noch einmal ans Meer. Das ist eine gute Idee. Mich vom Meer verabschieden und noch genau. Ein bisschen bei Dunkelheit und Sternenhimmel am Meer spazieren gehen, ja? Das Ganze noch schön Tust genießen, du das für ne? Mich? Das mache ich auf jeden Fall, okay. Ne? Natürlich wollten wir das Meer auch mal bei Nacht sehen, gell, Schatz? Ja. Das war auch so ein ganz großer Wunsch von mir. Das Wetter, das war schön. Es hat eigentlich alles gepasst und alles mitgespielt. Und an dem Tag waren wir dann, sind wir dreimal haben wir die Kilometer gemacht. Ne? Und genau. Ich glaube, wir haben im Film ja schon erzählt, wir hatten an diesem Wochenende hatten wir über 50 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Man spürt es aber gar nicht. Es geht nämlich, die Höhenmeter waren 7, gell? Da war gar nichts, ja. Nee, da ging also das schön, ja doch schon einfach. Flach, ne? Alles, das war ja. Also dann keine Glanzleistung genau. In dem Sinne, oder? Also auf jeden Fall wollte man ja auch mal einen Sonnenuntergang am Meer miterleben. Leider war das Wolkenbild halt nicht so. Es war halt ein klarer Himmel, okay. Da kann man nicht viel erwarten. Aber es war trotzdem noch wunderschön abends, ne, am Strand. Es war wunderschön am Strand und das Meer war ja gar nicht so nah. Das Meer war ziemlich weit hinten. Da mussten wir auch ziemlich weit da reingehen. Ja. Und das war auch wild. Das Meer war aufgewühlt in dieser Nacht. Die Nacht davor waren wir ja schon am Binnenmeer bis 2 Uhr. Genau. Und jetzt waren wir halt eben mal am Meer. Da sagte ich noch zu Mike, oh weh, wenn hier jetzt was aus dem Meer kommt, man kann sich ja auch schon so ein bisschen Angst machen oder Angst einlegen. Reden, gell? Und da haben wir das ein bisschen genossen und dann haben wir die Beine unter die Arme genommen und sind gerannt, gell, Schatz, bis oben an die Brücke und das schwarze Meer hinter uns, das war schon ein Abenteuer und das war ein richtiges Erlebnis. Ja. Ein bisschen Abenteuer, ne? Ja, es war richtig schön. Aber wunderbar. Und unheimlich schön fand ich dann den Nachhauseweg durch den Wald und durch die Meer noch. Ja, da sind wir ja auch im Dunkeln durchgelaufen, aber es hat gerade noch so mit den Lichtverhältnissen ausgereicht. Ne? Ja, aber diese Geräusche, den Pfad erkennen konnte. Diese Geräusche, Schatz, ne? Ja, und dann kamen diese Vogelgeräusche noch dazu. Da ist ja so ein Vogelschutzgebiet dort hinten. Ja. Und auch seltsame Töne kamen da ans Ohr, die man von zu Hause aus gar nicht gewöhnt ist. Ne? Nee. Also mitten in der Nacht und dann dieser Duft nach dieser Erde Wunderbar und nach alles. Diesem Salzwasser, dieses Meer. Es war einfach ein unbeschreiblich schönes Erlebnis. Ja. Und wie immer konnten wir dann nicht direkt nach Hause fahren. Wir haben ja sowieso schon Tage. Wir mussten erst Mittwoch zu Hause sein, denn da haben wir Handwerker. Ja. Ja, und dann haben wir gedacht, legen wir noch eine Übernachtung irgendwo ein? Ja, die haben wir dann hier ganz in der Nähe eingelegt. Den Platz werden wir euch auch mal verlinken. In Ottweiler ist ein schöner Platz am Wingerzweier. Ja. Und das ist so ein kleiner Geheimtipp. Ne? Ja, und da sind wir dann abends auch noch um den Wingerzweier rumgegangen und noch einmal ein bisschen durch Altstädtchen. Und das war dann unser Abschluss von doch noch einem schönen Wochenende, obwohl wir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause festgesessen haben. Ja. Und dachten, es funktioniert überhaupt gar nicht. Also Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. Wir wollen mehr. Ja. Ja, okay. Ja, Schatz, jetzt haben wir es ja doch noch geschafft, hier, bevor es ganz dunkel ist, an den Strand zu kommen, ne? In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt gesund. Und Servus. Eure Mailis. Ja. I used to
to bang it on the head.